So, Hinterrad ist nicht drin, das Hinterrad ist unter dem Tisch. Hier zum Beispiel habe ich ein klassisches Cantilever-System gebaut. Das ist die Dämpferverlängerung für einen Fox DX50R oder auch jeden Dämpfer mit 240 mm Einbaulänge und 75 mm Hub. Und man sieht hier an der Schwinge, sie geht gerade hoch. Und ich habe dann hier die Dämpferaufnahme mit verschiedenen Positionen, mit zwei Stück. Ich habe hier Positionen, die Sinn machen. Na, und so kann ich also ohne Probleme auf dem Trail nachher sagen, okay, ich hätte gerne nur 18 cm Federweg. Dann macht man das je nachdem etwas höher hin und da oben hin. Ach nee, ich möchte heute gern 22 cm Federweg haben. Dann geht man hier unten hin. Also schon solche Abstände zwischen dem und dem können einen Unterschied ausmachen, je nach Länge der Schwinge, zwischen 18 cm und 21,5 oder 22 cm Federweg. Wie gesagt, die Schwinge ist eine nur ein erster Entwurf. Die ist übrigens gelötet. Die Wandstärke dieses Stahlrohres ist hier in dem Bereich, wo die Lager reinkommen, nur 0,8 mm. Also ist das hier mit Silberhartlot gemacht. Das ist hier nur ein bisschen nicht optimal verlaufen, aber das hält bombenfest. Es wird auch in Zukunft einige Schwingen geben, die mit Silberhartlot gelöst werden, weil die Wandstärken einfach sehr dünn sind, um Gewicht zu sparen. Funktioniert aber bei dem Stahl durchaus sehr gut. Hier läuft die Kette entlang. Das hier ist ein billiger 89 Euro 48 Volt 1600 Watt Motor. Funktioniert relativ gut. Ich habe nur super oft Probleme mit der Ansteuerung. Irgendwie will der Motor im oberen Drehzahlbereich nicht sauber laufen. Also die Harmonie mit diesem Motor und dem Controller ist nicht optimal. Aber das ist eine Sache der Einstellung. Da muss man sich einfach dahinter klemmen. Und dann läuft das. Aber trotzdem würde ich sagen, fürs Geld, wenn ihr so ein Projekt probieren wollt, der Motor ist für das Geld echt super. Hier passen 52 Volt und 20 Amperestunden rein. Meiner Meinung nach gerade ausreichend genug, um ein paar Single Trails zu fahren, ein bisschen im Wald zu jumpen und so weiter. Der liegt normalerweise hier. Und das hier ist ein reines Dirt Jump Bike. Rein zum Fun. Mit einer schönen Nimbus Dominator Felge. Ich sage, es ist die Mindestbreite, die man haben sollte. Das sind, glaube ich, 38 oder. Ne, es sind 42 mm. Oder 48, ich muss nochmal nachgucken. Ich benutze bei den Trialfelgen bei mir 54 mm Breite. Ganz wichtig. Breite Felgen sind wichtig, damit der Reifen nicht permanent durchschlägt.